Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 22. September 2021. Thailand verzeichnete in den letzten 24 Stunden 11.252 Neuinfektionen und 141 weitere Todesfälle, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen mit. Es gab 11.224 Fälle in der Allgemeinbevölkerung und 28 bei Gefängnisinsassen und 17 aus anderen Ländern importiert. Der Artikel geht noch etwas weiter. Die Links dazu findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, ebenfalls von BangkokPost.com. Regierung verzögert Pläne, Städte bis November wieder für Touristen zu öffnen. Die Regierung hat Pläne zur Wiedereröffnung von Bangkok und einigen anderen Großstädten für ausländische Ankünfte bis November verschoben, da die Impfraten hinter den Zielen zurückbleiben, sagte ein hochrangiger Beamter am Mittwoch. Beamte sagten Anfang diesen Monats, sie planten im Oktober geimpfte Touristen ohne Quarantäne in Großstädten wie Bangkok, Hua Hin, Pattaya und Chiang Mai willkommen zu heißen, um den entscheidenden Tourismussektor des Landes wiederzubeleben. Zitat: Städte, die wir ins Visier genommen haben, haben noch keine 70% Impfraten erreicht. Daher müssen wir den Termin auf November verschieben, sagte Yuttasak, Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde Thatt, gegenüber Reuters. Obwohl es sich um ein Produktionszentrum für den AstraZeneca-Impfstoff handelt, hat die Einführung des Impfstoffs Schwierigkeiten, Schritt zu halten, obwohl Premierminister Prayut am Mittwoch versprach, die Impfungen zu beschleunigen. Bisher haben 44% der Einwohner Bangkoks zwei Dosen erhalten, wie Regierungsdaten zeigen. Insgesamt hat das Land 22% der geschätzten 72 Millionen Menschen, die im Land leben, geimpft. Bisher wurde der internationale Tourismus nur auf den Inseln Samui und Phuket ins Leben gerufen. Das Land begrüßte 2019 40 Millionen Ankünfte, die mehr als ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Aber dieses Jahr zielt es auf 1 Million Besucher ab. Mindestens 98% der mehr als 1,5 Millionen Coronavirus-Infektionen und 15.753 Todesfälle in Thailand sind seit April dieses Jahres aufgrund eines von der Delta-Variante ausgelösten Ausbruchs aufgetreten. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von derphalang.com. Thailand berät am Montag über Öffnung des Nachtlebens. Bangkok, das Center for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, hat eine Beratung über die schrittweise Wiedereröffnung von Kinos und Vergnügungsstätten auf seiner nächsten Vollversammlung am kommenden Montag, dem 27. September, angekündigt. Der stellvertretende CCSA-Sprecher Api Samai sagte gegenüber der Presse, dass auf der CCSA-Vollversammlung mehrere vom Gesundheitsministerium vorgeschlagenen Themen diskutiert werden, darunter die Wiedereröffnung von Kinos und Unterhaltungseinrichtungen, darunter Bars, Nachtclubs und Live-Musik-Locations, sowie von Theatern und weiteren Unterhaltungsstätten. Er betonte, dass im Falle einer Genehmigung die Wiedereröffnung schrittweise und so sicher wie möglich erfolgen würde und dass jede Provinz und jedes Gebiet einen anderen Zeitrahmen beantragen könne, je nachdem, ob sie für die Wiedereröffnung der betreffenden Branchen bereit seien oder nicht. Im Gegensatz zu den Wiedereröffnungen im Vorjahr soll die Aufhebung der Schließungsanordnungen dieses Jahr jedoch schrittweise und nicht auf einen Schlag erfolgen. Laut Dr. Api Samai könne die Umsetzung der Wiedereröffnung der Entertainment-Branche in jedem Gebiet anders erfolgen, wenn sie vom CCSA genehmigt wird. Möglicherweise wird die Wiedereröffnung des Nachtlebens nicht landesweit zur gleichen Zeit erfolgen, da sie von der Impfquote und Krankenhauskapazität abhängig sei, führte er fort. Ja, es tut sich wieder einiges in Thailand. Wiedereröffnungspläne werden verschoben. Andererseits werden Öffnungspläne an verschiedenen Orten dann wieder zur Diskussion gestellt, wie kann man es machen und ab wann etc. Ja, was sagt ihr denn zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.